Bitte schön, einmal stehen bleiben. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, Officer, bitte schön. Ist zumindest die richtige Person. Gerötete Augen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Keine Minuspunkte, da ist was. Okay. Umweltverschmutzung. Mann, mündliche Verwarnung. Ja? Okay. Laufen lassen. Wieso sagt er mal fahren? Dir wahrscheinlich. So, einmal an Ausweis fragen. Der ist ganz schön genervt, wa? Okay. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ich glaube, ich brauche gleich die zwei wieder. Autoschlüssel, Stöckeschuhe. Ja, ist wahrscheinlich verärgert wegen den Stöckeschuhen. Umweltverschmutzung, mündliche Verwarnung. Ja. So, läuft der Typ hier noch irgendwo rum? Nee, da ist mir weggespawnt. Aber, schau mal. Ja, ich weiß, Einsatz aktiviert. So. So, einmal Rettungswagen. Ja, komm, aus der Sichtweite, so. So. Hier. Okay, dann bist du jetzt mal dran, ne? Abschleppwagen, na, ich will doch nicht das Auto, ich will die Alte. Hört sich ein bisschen komisch an, aber egal. So, Intuition. Darauf muss ich mich hier verlassen, wa? Intuition ist das Wichtigste in so einer... Naja, die ist der Führerschein, stimmt schon mal. Zittert die ganze Zeit. Werden wir ja gleich rausfinden. Aha. Das wird eine kurze Aussage, so. Null... 1,0,00. Was sagst du denn zum Drogentest? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Hey, hören Sie mich? So. Bei der ist jetzt eigentlich nichts. Verstoß bestrafen. Durchsuchen. Ja. Führerschein und Versicherungskarte. Nee. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe halt der hat sich wahrscheinlich nur aufgeregt. Gloria, okay. Ich bin gerade überlegen. Okay, Ablaufdatum 25, Ablaufdatum 25. Ist alles noch gültig. Gut. Ja. Dann werde ich aber trotzdem erstmal das Auto hier abchecken.
durchsuchen. Nö. So. Jetzt bist du dran, ne? Ich hätte Mal gerne die gucken. Informationen, wenn du noch die Fahrzeugversicherung hättest. Die sind alle zu gestaucht aus. Ja, Officer. Bitte schön. Na, das ist ganz ruhig. So, 25. Ich weiß ja nicht, welches Jahr haben wir hier drin. 23. Wir gehen jetzt mal vom jetzigen Jahr aus. Also scheint das hier alles zu stimmen. Dann einmal Alkoholtest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Super. Dann nochmal ein Drogentest. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Super. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Okay. Der Unfall hat mich durchgenommen. Vollständig scheint er nicht zu sein. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Okay. Hier. Wie sieht es bei dir aus? Unfallbericht. Naja, ihr sagt mir ja nicht mehr. Losfahren, meine Güte. So, jetzt geht's mal in die nächste Ecke. Die beiden stehen aber gut, wa? So, den auch hier mal gucken. Aber ist nicht, ist alles super. Hier läuft doch alles. Muss ja nicht immer überall das Böse im Nacken stecken. Ich kann ja hier noch mal gucken. Aber da war nichts, hätte ich mir auch gedacht. Wenn der hier mal in die Kurve fährt, dann hat er ein Problem mit seinem Auto, wa? Keine Falschparker hier. Okay, da hinten. Der hat Müll weggeworfen. Sag mal, bleibst du mal stehen? Gott. Zeigen Sie Ihren Ausweis, bitte. Hat der mich gerade angeschaut, wa? Natürlich, Officer. Bitte schön. Die Powerlocke. Ich rieche Alkohol. Aber Alkohol ist ja nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Alkohol ist ja nicht so schlimm. Also Springmesser, Marihuana und so weiter. Das ist ja was anderes. Springmesser. So. Einmal. Umweltverschmutzung. Strafzettel. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld. Und jetzt kommt es sogar noch besser. Betäubungsmittel. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt gelesen habe, aber illegaler Waffenbesitz. Springmesser. Sie sind wegen Mitführens eines Springmessers festgenommen. Nein, bitte nicht, Officer.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.